zusammen. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, gibt es heute ein kleines, aber feines Unpacking. Und zwar habe ich seit wirklich einer Ewigkeit mal wieder bei Medimops bestellt. Ich habe eine Kaufbenachrichtigung bekommen. Nein, ein Kaufalarm. Bei Rebuy heißt es Kaufalarm. Auf jeden Fall habe ich so eine Wieder-da-E-Mail bekommen, weil ich ein bestimmtes Buch haben möchte. Das gab es zwar auch bei Rebuy, aber bei Medimops war es jetzt in dem Sinne günstiger. Und da ja bei 10 Euro der Versand kostenfrei ist, habe ich noch ein bisschen rumgestöbert und bin bedauerlicherweise noch nach weiteren Büchern fündig geworden. Das ist das kleine, aber feine Paket. Ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht, aber mit einem Rutsch ist es auf. Das erste Buch ist gezogen und es handelt sich um Zugvögel von Charlotte McConaughey. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie so ausgesprochen wird. Ja, Zustand. Zu den Zuständen muss ich sagen, ich habe immer Zustand sehr gut ausgewählt. Ich weiß, in der Vergangenheit sehr gut bei Medimops ist nicht unbedingt sehr gut bei Rebuy. Also selbst schon die Erfahrung gemacht und bei anderen schon gesehen, dass die Angabe der Zustände vielleicht teilweise sogar willkürlich durchgeführt wird. Aber das Buch ist für sehr gut, ja, es ist ein bisschen schief gelesen. Die Ecken sind ein bisschen angestupst, aber da kann ich immer noch mit leben. Es war im einstelligen Bereich und dafür, dass das Buch ja vor 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen ist, ist es doch schon ein Schnäppchen. Franny hat ihr ganzes Leben am Meer verbracht, die wilden Strömungen und gefiederten Gefährten den Menschen vorgezogen. Als die Vögel beginnen zu verschwinden, beschließt die Ornithologin, den letzten Küstenseeschwalben zu folgen. Inmitten der exzentrischen Crew eines der letzten Fischerboote macht sie sich auf den Weg in die Antarktis. Schutzlos ist die junge Frau den Naturgewalten des Atlantiks ausgeliefert, allein die Vögel sind ihr Kompass. Doch wohin die Tiere sie auch führen, ihrer Vergangenheit kann Franny nicht entfliehen, schon bald wird die Reise zu einem lebensbedrohlichen Abenteuer. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ich weiß, das Buch hat, glaube ich, ja, ich glaube vor 2 Jahren so ein bisschen die Runde gemacht bei BookTube und jetzt war es günstig zu bekommen und ich freue mich drauf. Greifen wir fürs nächste Buch rein. Und da kommt Folgendes zum Vorschein. Nachttiger von Yangtze Cho. Ein Buch eines asiatischen Autoren, ein asiatischer Roman. Bin ich darauf aufmerksam geworden damals, ich glaube bei Andrea Wintermädchen im Video. Sie hat das Buch, glaube ich, auch schon gelesen und es für sehr gut befunden. Wir befinden uns in dem Buch in British Malaya in den 1930er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es geht hier um den Houseboy Ren, der den Finger des verstorbenen Dr. McFarlane finden muss, damit er seinen Seelenfrieden finden kann. Also der verstorbene Doktor. Und so wie ich es noch in Erinnerung habe, kommt Ren dann wahrscheinlich in ein wildes Abenteuer, lernt auf seinem Weg verschiedene Leute kennen. Ob er den Finger findet oder nicht, werde ich dann sehen. Was es damit auf sich hat, werde ich dann auch sehen. Ich glaube, es hat auch einiges hier mit Kolonialherrschaft zu tun. Ist mal wieder was ganz anderes, was ich noch nicht so oft gelesen habe. Und deswegen durfte dieses Buch auch mitkommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das nächste Buch greife, warum ich überhaupt bestellt habe. Ja, es fühlt sich so an. Und ja. Es ist das Buch, warum ich überhaupt die Bestellung getätigt habe. Und zwar handelt es sich hierbei um Der schwarze Prinz von Ivo Pala. Das ist der zweite Teil der Elbental-Saga, also der Trilogie. Natürlich kann ich euch zu diesem Teil nicht so viel sagen, weil es ist der zweite Teil. Der erste Teil ist Die Hüterin Midgards und habe ich, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren gelesen, ist mir auch noch sehr präsent, hat mir sehr gut gefallen, ist eine Urban-Fantasy-Geschichte, die in Deutschland spielt, und zwar im Raum Dresden und unterhalb von Dresden, also in so einer Art Unterwelt, lernen wir unsere Protagonistin kennen, die dann erstmal ein ganz normales Leben führt, dann auf jemanden trifft, der ihr offenbart, dass sie doch in Midgard eigentlich zu Hause ist und dort verschiedene Wesen etc. kennenlernt. Und die Geschichte hat mir damals unheimlich gut gefallen und
Was ich festgestellt habe, ist, dass diese Reihe sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Also wir sehen es anhand des Zustands, es hat Knicke. Ansonsten, ja, Leserillen jetzt nicht, aber ist bei den schmalen vom DTV Hansa auch, glaube ich, fast gar nicht möglich, dass man da Leserillen reinmachen kann. Ja, es ist sehr flexibel. Das Problem ist, der dritte Teil der Trilogie, den ich euch mal hier einblenden werde. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, heißt der Teil Die eisige Königin. Und an diesen Teil ist es sehr, sehr schwer ranzukommen. Ja, und wie ich festgestellt habe bei meiner Recherche, dass es auf diversen Gebrauchtbuchseiten, Booklooker, Amazon, Marketplace über 50, über 80 Euro kostet das Buch. Deswegen meine Frage, wenn jemand von euch das Buch gerne veräußern möchte zu einem moderaten Preis, dann könnt ihr mir gerne schreiben, entweder hier unter den Kommentaren oder über Instagram oder meine E-Mail-Adresse. Es ist ja hier in YouTube alles hinterlegt. Und wie gesagt, ich bin gerne bereit, einen moderaten Preis dafür zu zahlen. Bedeutet so viel, wie das Buch ursprünglich mal gekostet hat. Und oder von mir aus auch ein bisschen mehr. Wir werden uns da mit Sicherheit einig. Aber 50 oder über 80 Euro für ein Taschenbuch, auch wenn es vielleicht nicht mehr hergestellt wird, finde ich doch ein bisschen überzogen. Ich glaube, der ein oder andere wird mich da verstehen. Ich finde es generell komisch, dass dann dass die Bücher für so teuer veräußert werden. Ich erinnere mich noch, als die Reihe, wie heißt die, von Cassandra Clare, diese Clockwork-Reihe in den alten Covern von Arena nicht mehr produziert wurden. Da wurden diese ja auch zu horrenden Preisen überall veräußert. Oder der dritte Teil von der alten Auflage der Grischer-Reihe und, und. Also es gibt da zig Beispiele, dass es oft die zweiten und dritten Teile betrifft. Finde ich ein bisschen schade. Aber darum sollte es in dem Video auch nicht gehen, sondern wenn jemand diesen Teil hat, ihn gerne veräußern möchte, kann er sich gerne melden. Ansonsten muss ich halt darauf hoffen, dass ich ihn irgendwann mal irgendwo zu einem Schnäppchen bekomme, weil ich glaube auch nicht, dass es ihn als E-Book gibt. Also ich glaube, ich habe es nicht gesehen, ich kann mich nicht daran erinnern, sonst wäre das ja alles gar kein Problem. Ja, werden wir sehen, wie da mein Erfolg oder mein Glück wird. Aber jetzt ging es ja erstmal um Der Schwarze Prinz und da freue ich mich schon sehr drauf, möchte alsbald weiterlesen. Und dann kommen wir zum letzten Buch für dieses Paket. Wir greifen nochmal rein. Und ui, da habe ich richtig Glück gehabt. Es sieht aus wie niegelnagelneu, frisch aus dem Ei gepellt. Und zwar Der Sonnenschirm des Terroristen von Iyoru Fujiwara. Habe ich auch bei Andrea Wintermädchen gesehen in einem Video. Dieses Buch ist ein Krimi und diese Art von Büchern lese ich ja auch nicht so oft. Aber es ist ja, wie gesagt, ein Buch von einem asiatischen Autoren. Es spielt in einer asiatischen Gegend. Ich gehe mal davon aus, dass es in Japan spielt. Hier hinten drauf ist kein Klappentext, deswegen würde ich mal vortragen, was innen drin steht. An einem sonnigen Samstagmorgen im Oktober geht in einem Park mitten in Tokio, also lag ich mit Japan gar nicht so verkehrt, eine Bombe hoch. Es gibt zahlreiche Tote und Verletzte. Die Polizei vermutet einen terroristischen Anschlag. Im Park genehmigt sich der abgehalfterte Barkeeper und schwere Alkoholiker Shimamura gerade den ersten Whisky des Tages, wie immer bei schönem Wetter. Nach der Detonation geht Shimamura sofort auf die Suche nach einem kleinen Mädchen, das ihn wegen seiner zitternden Hände zuvor angesprochen hatte und sorgt dafür, dass es ins Krankenhaus kommt. Der heroische Akt hat allerdings seinen Preis. Die Whiskyflasche mit Shimamuras Fingerabdrücken bleibt im Park zurück. Shimamura, der wegen der mutmaßlichen Beteiligung an einem Bombenanschlag im Zusammenhang mit den Studentenunruhen der 60er Jahre auf den Fahndungslisten der Polizei steht, lebt unter falschem Namen im Untergrund. Nun wird er wieder gejagt von der Polizei und von mysteriösen Hintermännern. Ihm bleibt nur die Flucht nach vorne. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Wie gesagt, Krimis kommen ja hier so gut wie gar nicht vor. Aber irgendwie, seitdem ich das Buch gesehen habe, hat mich irgendwie alles danach angesprochen. Schon allein der Titel, Der Sonnenschirm des Terroristen, kam jetzt nicht im Klappentext vor.
Deswegen bin ich sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Und das war mein kleines, aber feines Medimops-Unpacking. Wenn ihr eines der Bücher gelesen habt, dann lasst es mich gerne mal wissen, wie ihr das Buch fandet oder kennt ihr eines der Bücher, welches ich gerade ausgepackt habe. Lasst mich auch das gerne wissen. Dann soll es für dieses Video gewesen sein. Ich danke euch wie immer für eure Zeit, fürs Zuhören und fürs Zusehen und schlage vor, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss.